Pappe satt, und wie geht's dir? So, bisschen verschlaucht von der ganzen Ressourcensammelei. Na komm, das Sandwich muss dich wieder aufgepäppelt haben. Yay, das Power-Sandwich. Ja, am liebsten hätte ich ja noch ein Dessert, aber du, ich bin ja nicht mehr so in Form. Du hörst ja, wie ich schnaufe, wenn ich hier 25 Meter laufe. Das geht nicht, also verzichte ich mal auf ein Dessert. Ich gehe lieber weiterarbeiten. Ein Gegner kommt hoch von der Goliath. Okay, durchstellen. Oh, was wollen die denn? Ja, gute Frage. Erhabene, hier spricht euer Schiff die Goliath. Ich muss mich darüber informieren, dass eine fremde Sonde den Sektor erreicht hat und höchstwahrscheinlich das Fahrfeld durchbrochen hat. Die Okay. entsprechende Telemetrie wird eben an Ihre Station übertragen. Moment, ich bin an der Station. Starte Übertragung, bitte. Die wissen es. Shit. Die Lunde konnte vor Verlassen des Systems vernichtet werden. Die Telemetriedaten wurden allerdings an ein anderes System gesandt. Die Oh. Polaris konnte triangulieren, wo das Zielsystem ist. Wir haben eine eigene Sonde zum System gesandt. Ich übertrage die von ihr eingehende Telemetrie jetzt. Ja, gut. Goliath. Ja, ne? Ist es das, was ich denke? Sensor-Output deutet darauf hin, dass es sich um einen experimentellen Quantentunnel handeln könnte. Könnte. Hast du mehr Daten von unserer Sonde noch auswerten können? Die Energieauswertungen deuten darauf hin, dass die Quantenkondensatoren noch nicht richtig ausgerichtet sind. Das Gerät ist noch nicht in der Lage, ein effektives Tor in das ursprüngliche Universum zu öffnen. Okay, aber was wir gesehen haben, das Schiff ist hier irgendwo hin. Die Daten lassen darauf schließen, dass es frühe Experimente sind, mit allerdings nicht dem gewünschten Zielausgang. Okay, das ist schon mal gut. Gut, Goliath. Teil dem Polaris bitte mit, dass wir auf dem Weg sind zu den Koordinaten, und übermittle bitte an unser Capital Vessel hier die Daten, die Koordinaten. Befehl erhalten, erhaben und ausgeführt. Vielen Dank. End und out. Goliath, Ende. Du, wir haben keine Wahl. Du hast selber gesehen, mitbekommen, was da passiert ist. Wahrscheinlich waren nach der Spaltung der ursprünglichen Rasse in die zwei verschiedenen Lager, waren die wahrscheinlich über die Jahrmillionen, die Jahrmilliarden auch nicht faul. Ja, ich weiß. Aber das da ist besorgniserregend. Stell dir mal vor, wenn die Xerax es wirklich in unser Universum schaffen, in unser Sonnensystem. Ja, vor allem mit so Schiffen in der Klasse der, was wir auf dem Planeten gesehen haben, das wäre nicht so gesund. Ja, du weißt ja noch, mit was für Gefährten wir zum Mars gekommen sind. Ja. Und auch die Mutterschiffe in Anführungszeichen. Das sind ja eher hier so Lego-Bausysteme gewesen, an denen die Kapseln dran gekoppelt waren. Ja. Nee, das darf nicht passieren. Terra darf Gut, ich nicht meine, fallen. das Verhalten ist aber halt nur logisch. Man muss halt bedenken, wir sind hier in einem eingekapselten System. Irgendwann gehen die Ressourcen zur Neige. Entweder die Zivilisation hier geht ein oder sie muss irgendwie hier rauskommen. Das ist klipp und klar. Aber so feindselig wie die Xerax sind, weißt du genau, was Ja, passieren würde. in der Tat. Nun gut, dann schreiten wir mal zur Tat. Gut, die Ragnarok wurde auch nochmal leicht optimiert, wie ich sehen kann. Wir sollten sie auf jeden Fall mitnehmen. Besser ist es. Ja, sicher. Reaktiviere Augmented Reality. Helm auf. Okay, wir haben gleich einen Meteoriteneinschlag, wird mir gerade angezeigt. Helm wird aufgesetzt. Initiere Energie. Und starte. Wechsle Sicht. Oh, das ist ja wieder eine andere Nummer, das Einparken hier. Habt ihr mal das Türchen aufgemacht? Das ist sehr lieb von dir.
Okay, ich habe mich jetzt zu sehr an die Goliath gewöhnt. Weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück, noch weiter zurück. Jetzt runter. Eine Einparkhilfe. Ja, piep, 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 piep. Bitte schön, Monsieur. Nee, ich glaube nur sicherheitshalber die Triebwerke halt ausmachen, wenn wir fliegen. Nicht, dass da irgendwie Rückschlag oder so. Die Werte vom Schiff hier sind okay. Scheinbar wurden alle Ja. meine Manipulationen, die ich durchgeführt habe, als ich unter Xirax Manipulation selbst stand, rückgängig gemacht. Ich hoffe es zumindest. Das war ein schwieriger Großer Moment. Manipulator. Ja, Ja. das war. Okay. Naja, gut. So. So. Übernehme Steuer. Ich schlage. Saft in der Kiste? Ja, ist gut. Sprung auf 3, 2, 1. Du Wo? Heiliger, mein Dingsee. Was? Was? Oh, die haben einen Traktorstrahl. Ich kann nicht viel machen. Sie stehen Oh. unter starkem Beschuss. Stille Fallenrapide. Oh. Gegenschub, 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 Gegenschub. Centaur, wir müssen Stille raus. kollabiert. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Los in die Ragnarok. Sag, wenn du drin Bin bist. drin. Ja. Okay, hoffentlich sind die Schilde schnell genug aufgeladen. Das wird jetzt eine Sache. Oh, Noch ein bisschen weg! weiter vor, ein bisschen weiter und raus. Oh, ei. Vielleicht oben an der. Vielleicht guck mal oben an. Schau mal Oh. oben rum. Das Die haben noch immer das. Schiffe sind momentan Ja, beschäftigt. oh, oder doch Ah. nicht. Ja. Oh, setz den oben aufs Dach, das müsste gehen. Was war denn das, bitteschön? Aufgesetzt. Oh. Wechsle Sicht. Ich lasse die Schilde aktiviert, falls wir Besuch Ja, bekommen. sowieso. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier reinkommen. Weil ich habe Angst, wenn wir jetzt. Jedenfalls schon mal die Knarre in Anschlag nehmen. Das wäre nicht verkehrt. Gut, ich hole mal die hier. Gut. Bereit? Ja. Da unten sind Teleporter, also ja, wir werden Besuch bekommen. Ja. Deaktiviere Jetpack. Ja, wenig Deckung, ne? Da ist man dann so stinkstiefel rum. Guter Schuss. Danke. Vorsicht, da ist noch einer. Ah, das ging. So, war's das? Ah, die Wände halten nicht so viel aus, wie es aussieht. Ja, ich glaube, die sind ja auch hier auch noch nicht fertig. Mir gefällt es nicht, dass wir da oben Ja. geparkt haben. Hoffentlich haben die noch keinen Nachschub. Ja, scheint der einzige tote Fleck zu sein. Ach, Türen gehen nicht auf. Achtung, ich öffne sie mal. Soll ich mal anklopfen? So, ich habe angeklopft. Ja, okay.
Okay, wir sollten sehr vorsichtig sein. Ja. Ich glaube. Oh. Die sind sehr schräg drauf im wahrsten Sinne des Wortes. Siehst du das, was ich sehe? Ja, irgendwie scheint die Transporteranlage irgendwie die Stationsgravitation ein bisschen zu stören. Warte mal, ich werde hier einen Sprengsatz setzen. Hoch! Irgendwer hat das Piep-Piep-Piep aus den Dingern geklaut. Ja, Vorsicht, das kommt jetzt Jetpack an am besten. Ja. Boah. Ja, aber die Gravitation hier ist wirklich ein bisschen wired. Also, ja. Ich guck mir mal die. Ja, die Gravitation ist hier. Oh, richtig schwierig. Ich guck mal durch die Tür. Ich glaube, da hinten ist was. Da bewegt sich was. Hier unten ist sowas wie ein Kommandozentrum. Ja, warte, ich komm mit. Warte auf mich bitte. Ja, ich habe ja nur den Teleporter außer Gefecht gesetzt. Da hinten sind noch mehr. Irgendwie wirken die auf mich auch teilweise wie Drohnen. Ja. Okay. Genug. Gut, der ist aus dem Gefecht. Gut, das scheint sowas wie ein Kommandozentrum hier zu sein. Ja. Also diese Hüllenblöcke sind seltsam. Die halten ja gar nichts aus. Kann es sein, dass sich das Quantenfeld generell auf die strukturelle Integrität auswirkt? Sieht fast so aus. Weil wie gesagt, also diese Hüllenblöcke Oh. halten absolut nichts auf. Ich schieße da. Schieß dreimal mit meinem Laser drauf, dann ist der Hüllenblock weg. Okay. Weißt du was? Ich sehe hier unten, glaube ich, den Kern. Ich werde mal versuchen, unsere Schiffs-KI hier auf die Computersysteme zu übertragen. Sag Bescheid. Ich öffne erstmal einen Kommunikationslink mit dem Schiff. Centauran Goliath, bitte melden. Ich höre Ahab, wie kann ich dir helfen? Ich habe einen Kommunikationslink zu den Kontrollelementen der Station geöffnet. Übertrage dich bitte in das System und versuche, die Systeme zu übernehmen. Einbringungsversuch gestartet. Bitte warten. Gut, wenn es klappt, dann müssen wir den Kern nicht zerstören. Subroutine-Installation abgeschlossen. Nicht alle Stationssysteme sind unter Kontrolle zu bringen, erhabener. Okay. Computer, ist es dir möglich, alle Daten betreffend der Golia zu löschen? Datenpakete gefunden. Datenpakete zu sehr verschlüsselt. Gut. Suche nach Systemen mit möglichem Zugang. Zugang zur Quantentunnelsystemanlage gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Computer, wenn du jetzt Zugang zu diesem System hast, ist es dir möglich zu sagen, wo die Reise hingeht für die Zirax? Die momentanen Koordinaten sind unstet. Wahrscheinlich der Austrittspunkt irgendwo im Nichts zwischen den verschiedenen Universen. Das ist nicht mal so schlecht. Computer, ist es dir möglich, das Quantenfeld von der ursprünglichen Richtung umzuleiten und es um die Station zu legen, sodass die Station selber springen kann? Rekonfiguration im Gange. Bitte warten.
Oh, das ist gut. Das klingt aber nach einem netten Plan, ja. Wir dürfen den T-Rex die Station nicht überlassen, wenn wir die Daten nicht löschen können von der Goliath. Und wenn die behalten, irgendwann schaffen die es zurück nach Sol. Das. Nee. Quantenkaskadensequenz fertiggestellt. Danke, Systeme laden auf. Danke. Computer, weitere Frage. Scanne die T-Rex an Bord. Sind es intelligente Wesen oder eher Drohnen? Daten instabil. Es wird vermutet, dass die Quantenfeldanlage nicht entsprechend abgeschirmt wurde, was eine degenerative Wirkung auf organische und normale baryonische Systeme haben dürfte. Oh, okay, also auf alles normale Materie bestehende. Wir Wir müssen schon sollten jetzt hier natürlich weg. so zum Sch Ja. Okay. Ah, die Schwerkraftanlage ist hier auch falsch eingestellt, ganz genau. Ich Ja. will, ohne Jetpacks kommen wir hier nicht rauf. Ja, ich merke es gerade, sogar mit Jetpack habe ich Probleme. Oh. Ich bin im Hangar hier. Ja. Sicher. Los, lass uns verschwinden hier. Sicher ist sicher. Warte. Ja. Ich habe sowieso schon so irgendwie bohrende Kopfschmerzen. Ja, die habe ich ja auch. Okay. So. So. Wollt ihr durchs Dach durch? Na Ja. gut. Aber die Schwerkraft zieht einen echt nach unten. Das ist unglaublich. Gut. Okay. Sekunde, ich guck gerade noch was. Okay. Gut, hab alles. Computer, Bin bereite dich drin. vor. Okay. Bereit, Quantenkaskade zu initiieren. Boah, wir müssen ja weg, wir müssen ja weg. Computer. Energie. Boah, ich glaube, sie springt jetzt. Puh. Boah, das haben wir gerade noch mal so geschafft. Aber ich würde sagen, schnell weg hier. Ja. Boah, da sind wir wieder. War das ein Trip. Ja, aber jetzt sollten wir uns wahrscheinlich auf eine gewisse Rechnungsstellung vorbereiten. Ich glaube, Ja. da wird sich jemand jetzt ziemlich drüber aufregen. Ja, das ist. Ja, das ist so. Aber wenigstens haben nicht mehr die Daten, wo die Goliath ist. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil für uns. Und, wir sollten die KI auch bitten, andere Tarnroutinen zu aktivieren, sodass sie nicht mehr so leicht durch Ja. die, also so leicht durch die Tarnung kommen. Ja, in der Tat. Computer, Ja, wir nähern uns deiner Position, erbitten baldige Landeerlaubnis. Landeerlaubnis und Einflug in den Sektor erteilt haben. Dankeschön. Computer, bitte überprüfe auch deine Tarnroutinen und ändere diese, sodass ja, die Zirax dich nicht mehr so leicht ausfindig machen können. Tarnfrequenzen werden neu berechnet, Erhabener. Na, da enttarnt Frage ist sie mich. natürlich allerdings, ob das wirklich die Schuld des Schiffes gewesen ist oder ob irgendwer irgendjemand gesteckt hat, ne? Ja. Ich sage ja nicht mal, dass es die Schuld des Schiffes ist. Die Ziraks, wie du gesehen hast, sind ja auch fleißig dran am Bauen. Es kann sein, dass sie auch Fortschritt mit der Tarntechnologie gemacht haben, wie
wir haben ja schon rasch gesehen, dass sie selber TAN-Technologie haben. Vielleicht haben sie einfach Mittel und Wege gehabt, um jetzt hier ja, das Schiff zu finden. Und natürlich kann es auch sein, dass jemand ihnen das vielleicht gesteckt hat. Aber ich glaube nicht, dass die Polaris das gemacht haben, weil das wäre nicht in ihrem Interesse, es wäre nicht profitabel. Ich hoffe es. Weil wenn wir uns nicht mehr auf sie verlassen können, sind wir ziemlich alleine. Ich weiß, aber du weißt, ihnen geht es um ein Geschäft und sie haben Riesenverluste durch den Zirax gemacht. Da werden sie nicht unbedingt mit denen weiterarbeiten wollen. Ja. Ja, ich habe richtige Kopfschmerzen. Hör mal, wir müssen uns gleich checken lassen. Nicht, dass uns dieses Quantenfeld auch ja, in lebende Gemüse verwandelt hat. Ja. Tja. Home sweet home. Ja. Dann mal rauf zur Krankenstation. Ah ja, da freue ich mich jetzt drauf. Eieiei. Ist schon vorgelaufen. Ich habe doch eben auf dich gewartet hier. Weißt du? Ah, da bist du. Weg, ne? Hier auf der... I'm sorry. Ich komme alleine. Bist du allein? Oh nein. So. Dann mal ab in die Medizinkammer hier. Oh. Die haben jetzt hier sogar, wie ich sehen kann, schon einige Sachen angepflanzt. Oh. So. Doc, oh. Wir waren hier einem instabilen Quantenfeld ausgesetzt. Es wäre nett, wenn du uns scannen könntest und medizinisch versorgen könntest. Wir beide leiden hier richtig. Wir leiden richtig unter Kopfschmerzen. Und ich kann mich fast nicht mehr konzentrieren. Kein Problem, werte Geschäftspartner. Bitte stellen Sie sich in die Scannereinheit für eine komplette Untersuchung. Oh gut. Ich könnte im Stehen schlafen. Na gut. So. Starte den Prozess, bitte. Scannvorgang läuft. Bitte.